Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier in Cities Skylines 2. Wie wir sehen, ist unsere Stadt schon ordentlich am Flanieren. Ja, hier geht's schon ab und wir sind jetzt wieder mal in Dahndorf unterwegs und müssen weitermachen. Hier hat sich ein Unfall ereignet zum Beispiel. Sieht man schon, die Polizei ist da. Polizei sichert ab. Beziehungsweise müssen jetzt die Autos hier alle umdrehen. Auch wenn es lustig ausschaut, dass die so ein bisschen ineinander fahren. Aber immerhin, coole Sachen gibt's, dass hier scheinbar ein Sportwagen gegen eine Limousine krachen kann und dann hier die Straße kurzzeitig gesperrt ist. Also da sieht man direkt, ne, das Spiel hat schon einige Vorteile. Und wie wir sehen können, sind auch ein paar neue Bewohner in die Stadt, nämlich während ich das Anfangsvideo hier gerade gemacht habe. Aber ich habe sonst nicht weitergemacht. Das heißt, wir können jetzt mal weitermachen und gucken, was unserer Stadt so fehlt. Und ich habe mir auch schon ein, zwei eurer Kommentare angeschaut. Ich habe mir auch schon ein, zwei Sachen überlegt. Und wir gucken einfach mal, wie wir das jetzt weiterhin so aufteilen. So von der Zufriedenheit her und von der Nachfrage schaut es gar nicht mehr so schlecht aus. Diese Gewerbegebiete muss man aber immer mit Bedacht setzen, habe ich schon auch festgestellt. Denn, wie man sehen kann, ein paar hier haben schon zu wenig Kunden. Liegt wahrscheinlich daran, dass unsere Idee hier mit dem Konzept einer Einkaufsstraße so lala funktioniert. Also nicht unbedingt optimal. Macht aber nichts, weil man kann ja dann immer jederzeit sagen, nee, also ich hätte dann hier doch lieber gerne ein Haus zum Beispiel, ein normales Haus. Und ich mache dann das Gewerbegebiet hier zum Beispiel hin, wo noch keiner eingezogen ist, sodass hier die schön aufgeteilt sind, damit die Leute alle schön einkaufen gehen können. Und dann haben wir das Problem hier höchstwahrscheinlich auch schon gelöst. Und wir können hier schauen, dass wir entsprechend nicht ganz alle Gebiete gleich groß machen, damit wir auch ein bisschen Variation haben von den Sachen, die hier so gebaut werden. Also nicht immer die gleichen Gebäude nebeneinander, so wie es hier fast schon ausschaut, ja, sondern ein bisschen mehr Variation quasi von dem Ganzen. Und jetzt schauen wir einfach mal ein paar Statistiken an, ein paar Dinge an, was so unserer Stadt fehlt und natürlich auch, was wir vielleicht vergessen. Das sieht man hier unten rechts auch. Unzuverlässige Gesundheitsfürsorgeabdeckung. Das ist auch ganz spannend, weil wir haben eigentlich den Friedhof gebaut, wir haben das Krankenhaus bzw. eine kleine Klinik eher gebaut. Hier hinten sieht man, dass die Klinik nicht mehr ganz optimal bewirken kann. Das macht aber nichts, wir können nämlich noch ein Krematorium bauen und das tut scheinbar auch irgendwie die Leute besänftigen, was ich interessant finde. Also wenn man mich fragen würde, ein Krematorium ist es nichts, was ich groß bevorzugen würde. Jedoch müssen wir auch uns um die Straßen kümmern. Erweiterter Straßendienst müssen wir freischalten, damit es auch zu weniger Unfällen kommt, haben wir ja gerade eben gesehen. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch machen können. Das Krematorium wird wichtig sein und das College haben wir hier schon. Das passt und ein Sozialamt wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht für Bürger mit niedrigem Einkommen. Ist, denke ich, auch eine wichtige Sache. Und jetzt würde ich sagen, können wir damit mal weitermachen, quasi unsere Stadt dann weiterbauen. Und wir haben, wie wir auch sehen können, 12 Kartenfelder. Das ist jetzt so eine Sache, ne? Wir müssen auch schauen, wo wir uns dann in Zukunft quasi hinausrichten wollen. Hier haben wir sehr viel Wald, da könnten wir natürlich eine Forstwirtschaft machen. Das Ganze sieht man aber auch, wenn man auf Budget geht. Gut, sieht man noch nicht, das sieht man erst am großen Dorf. Hier unter dem Tab könnte man es dann sehen und ansonsten kann man hier noch die Budgets setzen. Ich glaube, ja, ein bisschen zu hoch ist es tatsächlich für Strom zum Beispiel. Wir exportieren relativ viel Strom. Das kostet uns natürlich Geld, ne? Keine Frage. Was momentan auch in 1972 Minus-Credits je Stunde ausfällt. Aber das können wir hier dann ein bisschen reduzieren auf 80% zum Beispiel. Haben wir noch ein bisschen Puffer wahrscheinlich dann. Mal schauen, wir müssen die Simulation weiterlaufen lassen. Und dann würden wir hier sehen, dass wir weniger Strom haben, genau jetzt 16,6. Was wir dann natürlich wieder erhöhen müssen, wenn die Stadt weiter wächst. Jetzt würde ich aber sagen, kümmern wir uns mal darum, dass die Stadt wirklich wächst. Und deswegen wollte ich nochmal gucken, ob wir schon die Möglichkeit haben, uns das mit der Produktion anzuschauen. Genau, hier zum Beispiel fruchtbares Land. Da werden wir eventuell dann wirklich ein paar Nutztiere oder Getreide anbauen, je nachdem. Hier oben gibt es noch ein paar Flächen, hier oben, hier. Also das Ganze ist ziemlich gut dafür geeignet. Steinbergbau wird eher eng, also Stein wird schwierig, aber Nutztiere und Getreide, dafür braucht man entsprechend fruchtbares Land. Ich würde sagen, wir machen mal diese Strukturierung hier jetzt neu. Also wir bauen hier den Weg zu unserer Mülldeponie ab. Ich habe auch ja gelesen, ne, wie man jetzt Brücken bauen kann. Wenn man mal Zeit hat, sich mit dem Spiel zu beschäftigen, dann kann man das alles in Ruhe rausfinden.
Das habe ich dann entsprechend gemacht. Und was hier auch direkt ein kleiner Manko ist, kann man sagen, ist, dass wir hier keine Einbahnstraßen momentan benutzen. Das wäre aber wahrscheinlich sogar sehr zu empfehlen. Das heißt, wir werden jetzt hier mal schauen, dass wir die Industriestraßen alle in eine Einbahnstraße umwandeln. Dass die alle hier in die eine Richtung fließen. Damit eben es zu keinerlei Rückstau kommt und wir brauchen dann diese Ampeln auch nicht. Also wenn wir Ampeln hätten dann irgendwann mal und wenn die Industrie halt immer weiter wächst, dann fließt der Verkehr einfach besser. Und hier würde sich dann definitiv eine vierspurige Straße anbieten bis zu dem Kreisverkehr. Ob wir den Kreisverkehr so beibehalten, müssen wir eh mal gucken, weil wir sehen schon, ne, das wird langsam viel Verkehr hier in die Stadt rein. Wir werden auch noch andere Wege aufmachen. Jedoch, wie man sieht, ne, einspurig hier dann abzubiegen oder geradeaus zu fahren, ist halt auch nicht optimal. Also das sollten wir dann auch nochmal ändern. Wird definitiv ein Problem, wenn die Stadt größer wird. Deswegen, wir kümmern uns jetzt zuallererst mal hier um den Bereich hier von der Industrie. Ich hätte nämlich noch gerne, dass wir ein paar mehr Industriegebiete erschließen. Wir haben ja auch schon den Bedarf dafür. Und dafür würde ich definitiv hier mal den rechten Teil nehmen. Wir haben ja auch den Wind, der in diese Richtung hier weht, das heißt, die Stadt wird von dem Industriewind und Lärm nicht so viel mitbekommen, was auch sehr wichtig ist. Und dann können wir hier quasi unsere Industriegeschichten erstmal erweitern. Das Industriegebiet wurde jetzt erweitert, wie man sehen kann. Also wir haben jetzt hier noch die Einbahnstraßen in die Richtung hier. Also es wird jetzt deutlich größer als gedacht, über das Doppelte quasi. Dann haben wir hier einmal eine Nutztierfabrik und einmal haben wir eine Fabrik für Getreide. Das heißt, die können hier das fruchtbare Land nutzen, was es hier gibt. Und hier unten haben wir auch noch eine Möglichkeit für das Holz quasi, das ganze Holz zu nutzen. Da merke ich auch ab und zu einen Bug noch, dass das Holzding, wenn man das platziert, dass das dann, wie hier sagt, es gibt keine Straße und man sieht es quasi gar nicht, obwohl hier man ja offensichtlich etwas sieht, ne? Dass da eigentlich eine Fabrik sein sollte. Wenn man das Ding einmal verlagert, dann sieht man das wieder, wie man sehen kann. Da muss man aber auch diese Zone neu setzen. Und was ich ganz cool finde, ist, dass man die halt wirklich komplett individuell setzen kann, diese Zonen jetzt. Also man kann sagen, das Ding soll so und so viele Ressourcen zur Verfügung haben. Und dann nutzt es auch wirklich nur diesen Bereich dafür und man kann dann das nutzen. Ich weiß noch nicht, ob es ein Limit gibt, also weil so eine kleine Mini-Försterei hier, die kann doch nicht alles nutzen. Also die kann ja nicht, wenn ich jetzt hier den ganzen Bereich da nehme, kann sie es ja nicht benutzen. Es sei denn, wirklich, es würde hier über den gesamten Kreis funktionieren. Ich weiß aber nicht, ob die Effizienz dann so hoch ist oder ob man dann lieber mehrere macht, die eine begrenzte Fläche haben. Jedenfalls haben wir jetzt dann hier die Försterei quasi und können jetzt hier erstmal weitermachen. Jetzt sehen wir, der Bedarf an Industrie geht zurück. Jetzt ist aber die Sache, dass wir hier noch unten weitermachen müssen und dafür werden wir jetzt hier mal den gesamten Teil kaufen, den es hier noch so gibt. Ich würde sagen, den Teil und hier noch und am besten die zwei Anfangs
Bereiche auch nochmal. Schiffswege können wir dann auch erschließen. Hier sehen wir immer wieder, dass Leute durchfahren. Werden wir eventuell auch benötigen, aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. So, und wir haben ja gerade eben vorhin auch einen neuen Meilenstein noch erreicht. Ich finde auch sehr gut, dass ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, dass man hier diesen Teil auch neu machen kann, nämlich alles unterirdisch. Ist ja viel, viel schöner als so, wie wir jetzt haben. Das ist ja ein richtiges Chaos hier. Deswegen machen wir jetzt die Stromleitungen nämlich unterirdisch. Ist tausendmal geiler. Also, so muss das eigentlich sein. Oh, verklickt. Und es ist auch nicht wirklich teurer. Also, ist tatsächlich relativ günstig. So, einmal zum Transform-Gedöns hier, Umspannwerk. Und einmal hier zu unserem Kohlekraftwerk. Schaut gut aus. Stromverfügbarkeit ist immer noch gegeben. Die Industrie wird jetzt ein bisschen mehr benötigen, höchstwahrscheinlich. Wir müssen mal gucken, dass wir hier die Straße ein bisschen erweitern vielleicht. Oder das zumindest hier nochmal ummodeln, bevor wir jetzt die Stadt erweitern. Weil das wird jetzt hier deutlich größer. Ne? Wenn wir das jetzt hier skalieren, dann wird es hier nochmal die fast vierfache Fläche annehmen. Und dann entsprechend auch nochmal deutlich mehr Leute beherbergen. Wir werden dann auch hier noch mehrere Knotenpunkte machen, sodass auch die LKWs hier in das Industriegebiet kommen, wenn sie wollen. Und die PKWs hier in das Wohngebiet, dass die nicht alle dadurch müssen. Nichtsdestotrotz, wir sehen auch schon, der Verkehr hier ist relativ hoch. Müssen wir mal gucken, dass wir das Ding jetzt hier erweitern und vielleicht auch nicht direkt durchs Wohngebiet knallen. Aber dafür müssten wir dann eine Ebene hier durchziehen, ne, damit die nicht direkt hier durch die Wohngebiete fahren, sondern vielleicht hier entlang und wir dann links und rechts die anderen Wege haben. Wäre eigentlich eine Idee, jetzt mal zu versuchen. Da müssen wir aber den Kreisverkehr auch ein Stückchen vorsetzen. Zumindest, ja, zwei Kreisverkehre hintereinander will ich nicht haben. Das heißt, wir nehmen jetzt mal den Teil weg. So. Werden jetzt hier eine Abzweigung nehmen, die wir nach da ziehen. Am besten hier so einmal durch, gerade durch. Mal schauen, dass das Ding bis zum Ende durchgeht. Zack. Und dann haben wir ein bisschen unsere Straßenhierarchie auch in der Hinsicht verbessert, dass wir hier jetzt erstmal die große Straße haben, die dann auf kleinere Straßen folgt. Hier müssten wir dann aber eine vierspurige nehmen stattdessen. Oder eine asymmetrische, aber ich nehme eine vierspurige jetzt hier. Und es ist ein bisschen zu früh mit dieser Abzweigung. Wenn ihr mich fragt, ich glaube, den Kreisverkehr sollten wir dann lieber verschieben. Wir machen es anders. Wir machen diese asymmetrische Spur nach Rhein, reinwärts. Genau hier auch. Nutzen dann einen mittleren Kreisverkehr hier. Machen diesen Kreisverkehr weg. Und machen diese Kreuzung eigentlich am besten auch weg. Das wäre, glaube ich, gut. Oder wir nutzen stattdessen Fußgängerstraßen. Das wäre besser. Dass hier die Autos nicht direkt durchfahren und jetzt nicht hier ständig anhalten müssen. Und sonst nur die anderen hier durch dürfen. Genau. Und jetzt natürlich noch die Frage der Fragen. Wir müssen hier den Zebrastreifen und so wegmachen, damit die Leute hier nicht ständig den Verkehr blockieren. Nehmen wir den Zebrastreifen weg, nehmen hier die Ampeln weg. Die Ampel hier ist wahrscheinlich sinnvoll, wobei machen wir sie erstmal weg. Und ansonsten schaut soweit ganz gut aus, hier auch keine Ampel. Okay, hier oben brauchen wir höchstwahrscheinlich erstmal auch keine Ampel. Ob das so bleibt, weiß ich eh noch nicht. Und ansonsten hier auch keine Ampel. Die fahren eigentlich alle nur raus. Genau. Gut. Haben wir jetzt hier ein bisschen die Kapazität der Straße erhöht. Und wir werden jetzt sowieso auch mit Parkplätzen arbeiten. Ihr habt ja sicherlich gesehen, ne? Hier, wie das ausschaut. Das ist doch, also, nur Autos an allen Straßen geparkt, an den Straßenrändern. Schaut doch richtig doof aus. Stattdessen nutzen wir schöne Bäume, die wir jetzt hier platzieren, an allen Straßen entlang. Und dann schaut es nämlich nicht mehr so hässlich aus, sondern dann schaut es so aus. Und das ist ja viel schöner, ne? Höchstwahrscheinlich auch weniger Lärm, ne? Weniger Dreck, weniger Verschmutzung auch. Deswegen nehmen wir jetzt das hier. Werden das alles schön mit Bäumen zupflastern.
Und ich würde sagen, wir können mal gucken, wie sich das jetzt hier so weiterentwickelt. Waldbrände kommen. Das ist ein bisschen ungut. So, die ganzen Nachfragen gehen jetzt zurück, Stück für Stück. Die Gebäude bauen sich auf. Das schaut gut aus. Die Industrie macht auch Dinge, nach wie vor. Sehr schön. Und das Geld, ja, geht einigermaßen. Jetzt kommen wir langsam stromtechnisch in wieder andere Regionen, ne? Jetzt wird es dann gleich erforderlich sein, das Ganze hochzufahren. Wasser haben wir noch mehr als genug. Aber ansonsten wird es jetzt hier alles schön gebaut. Wir schauen mal auch, was unsere Parkplätze machen. Vor allem hier oben. Kleiner Parkplatz, ne? Man kann jetzt hier die Parkgebühr einstellen. Schaut aber momentan alles sehr entspannt aus. Hier auch kaum Belastung. Hier parken sie jetzt langsam. Schaut euch das einer an. Das schaut gut aus. 60 Parkplätze haben wir jetzt hier zur Verfügung. Sogar mit E-Auto-Ladestationen, ne? Wie man sehen kann. Da kann man den Leuten folgen. Kann sie hier quasi beobachten. Ja, NSA spielen ein bisschen. NSA Real Life Simulator. Und gucken, was sie so über ihr ganzes Leben lang so treiben. Und wen sie abonnieren. Ob sie die Glocke gedrückt haben, falls ihr es übrigens noch nicht getan habt, und auf unserem Discord vorbeigeschaut habt, dann wird es definitiv Zeit. Gut, das schaut hier gut aus. Hier sehe ich gerade, dass die Zone jetzt durch unsere Rastergeschichte ein bisschen abgekommen ist. Hier auch. So, jetzt müssen wir hier einmal durchziehen, damit hier wieder die Zonen in Ordnung sind. Hier genau das gleiche. Genau, so. Schaut aber sonst sehr gut aus. Die Parkplätze müssen halt ausreichen. Das ist die einzige Sache. Und unsere Straßen schauen jetzt halt so aus, ne? Im Vergleich zu vorher ist es ja mal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Viel, viel schöner. Und wenn alle Autos einen Parkplatz finden, ist das ja alles super. Wir gucken mal. Das sieht man auch ganz gut, wenn man so ein bisschen drüber schaut. Die Parkplätze sind so mittel ausgelastet. Apropos Parkplatz. Hier in dem Gebiet brauchen wir definitiv auch einen Parkplatz. Weil hier wir jetzt ja neue Gebäude bauen. Die wollen auch mit ihrem Auto parken können. Und hier brauchen wir natürlich genauso unsere Werkzeuge und müssen hier mal Bäume platzieren. Hier könnte man dann auch noch einen Kreisverkehr eigentlich überlegen. Würde sich eigentlich anbieten hier, weil wozu brauchen wir? Wir brauchen hier keine Ampel. Also können wir hier eigentlich einen Kreisverkehr reinmachen. Am besten einen etwas größeren Kreisverkehr. Parkplatz hier ist auch sehr nutzlos gerade scheinbar. Wir können den eigentlich auch hier hinpacken, den Parkplatz. Und packen dann hier jetzt den großen Kreisverkehr ran. Wenn wir sowieso keine Ampel brauchen, dann passt es. Und ja, ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden momentan. Wir können jetzt auch hier die Straße dann weiterführen. Wieder so ein Grid aufmachen, damit die auch hier ein bisschen verteilt werden, die Autos. Also, alles in allem bin ich sehr zufrieden. Was sagt die Übersicht? Ja, wir haben unbesetzte Gebäude. Lokale Materialverfügbarkeit ist hier ein bisschen negativ. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte, vor allem hochqualifiziert. Das liegt wahrscheinlich daran, weil wir auch noch kein College gebaut haben. Die Dinger sind richtig teuer, 750.000. Wie man sehen kann, aber jetzt sind schon 964 zugangsberechtigt. Also jetzt wird es sich langsam lohnen. Die Frage ist halt nur wo, ne? Weil wir haben hier noch die Möglichkeit, dann das Ganze hier zu erweitern später mal. Spielplatz hier ist kein Problem. Eher hier sowas wie der Sportplatz, das wird ein Thema sein hier mit dem riesen Ding. Und es geht beim College nämlich auch. Bedeutet, wir brauchen hier ein bisschen Platz und wir müssen das ein bisschen stadtnah platzieren. Sonst wird es auch ein bisschen kritisch. Wie schaut es eigentlich mit der Grundschulverfügbarkeit aus? Ja, hier genauso. Beim höheren Schulenthema ist es nicht so, aber bei der Grundschule schon. Das heißt, hier müssen wir auch schauen, dass wir hier im Süden ein bisschen die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Aber ich würde es jetzt schon fast hier platzieren, weil wenn wir hier weiterbauen, können die dann direkt die Grundschule hier unten besuchen. Und beim Thema College müssen wir mal einen weiteren Abzweig hier bauen. Vielleicht hier geradeaus durch, habe ich schon überlegt. Geradeaus und dann hier diesen ganzen Bereich fürs College zu nutzen. Dann haben wir Schule und College alles so beieinander. Würde sich eigentlich anbieten. Wir haben hier was im Weg. Grundwasserpumpstation, ah, die können wir wahrscheinlich auch sehr schlecht verschieben. Ja doch, wir könnten sie eigentlich hierhin verschieben. Aber so richtig viel Möglichkeit haben wir nicht, weil das ist ja direkt am Rand. Da kommt unser Frischwasser her. Weil ich würde es eigentlich schon ganz gern hier machen. Ja komm, da machen wir das doch jetzt mal. Also wir schieben die Grundwasserpumpstation direkt dahinter, würde ich sagen.
Am besten so. So in etwa würde ich das dann machen. Damit die Straße hier anschließen wird. Das muss sie halt tun. Das wäre gut. Und dann machen wir da geradeaus noch einen weiteren Weg, der dann für das College ist. So, das hat scheinbar funktioniert. Sehr gut. Und das College sollte aber dann am besten so erreichbar sein. Ich denke, wenn wir jetzt hier die Straße machen, haben wir noch die Möglichkeit, hier dann Erweiterungen zu bauen. Das geht. Das geht, genau. Und das wird eng. Okay. Dann bräuchten wir ein bisschen mehr Platz. Dann machen wir das noch. Ein bisschen mehr Platz. Direkt am Anfang dran denken. Da muss man später sich keinen Kopf machen. So, nein. Hier. Genau. Und 90 Grad. So, schauen wir nochmal. Das müsste jetzt hinpassen. Genau, super. Und jetzt können wir hier das College platzieren für schlappe 750k. Bisschen teuer. Zack. Und haben jetzt auch hier nämlich die Abdeckung. Zumindest eine 1000er Kapazität. Ob die alle dahin gehen, werden wir sowieso dann sehen. Und das Ding ist nicht billig im Unterhalt, mit Sicherheit. Das kostet 150.000 im Monat. Also hoffentlich bringen die uns dann gut Geld ein. Da können wir gleich mal die Steuern erhöhen. Für die gut gebildeten, ja. Wir haben jetzt ja gerade für alle den gleichen Steuersatz. Aber ich würde eher sagen, für die unausgebildeten und schlechter ausgebildeten niedrigeren Steuersatz und für die ausgebildeten, gut ausgebildeten und sehr gut ausgebildeten höheren. Beim Gewerbe kann man das auch jetzt hier komplett auf die einzelnen Bereiche abzielen. Das ist auch sehr cool. Industrie das gleiche. Wenn man möchte, dass von ein bisschen was weniger konsumiert wird oder mehr, dann kann man das da quasi regeln. Ansonsten, budgettechnisch, schaut es immer noch interessant aus. 65.000 minus im Monat. Entspannt. Und Holz haben wir ein Defizit immer noch, obwohl wir produzieren Getreide auch und Nahrungsmittel auch. Das heißt, da können wir definitiv noch erweitern. Wir haben ja auch die Möglichkeit, da zu erweitern. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen mehr Industrie bauen. Das ist eine Anforderung. So, nehmen wir mal den ganzen Grid hier dazu. Und dass wir das fruchtbare Land noch mehr nutzen. Offensichtlich ist es ja auch gewünscht. Nutztierhaltung vor allem unter anderem. Na, da würde ich dann schon fast sagen, entweder wir machen einfach Effizienz 87%, nicht genügend Angestellte, okay. Ansonsten geht das. Wir können es auch einfach vergrößern, das Gebiet. Zumindest hier bis zu dieser Straße, wenn wir die Straße nicht wegmachen wollen. Zack. Und wir machen hier auch noch größer das Ganze. So. Und die Straße, momentan brauchen wir sie nicht, deswegen würde ich sie einfach mal wegmachen. Die Müllgeschichten funktionieren ja auch so. Haben wir noch keine Probleme mit der Wegfindung. Die fahren jetzt gerade durch das Industriegebiet, aber das ist ja dem Industriegebiet egal. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen vergrößern, damit wir etwas mehr lokale Verfügbarkeit haben von unseren Sachen. So, hier einmal vorwärts. Oh, das kann man schön, schön weit ziehen. Naja gut, das Limit ist da oben. Mehr geht nicht. So, hier auch noch. Bis zum Limit. Sehr gut. Okay, gut. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass genügend Angestellte da sind. Das heißt, wir müssen auch genügend Gebiete eingrenzen, damit es hier auch funktioniert. Also billige Mietwohnungen am besten mal hier oben. Da haben wir noch keine billigen Mietwohnungen. Reihenhäuser, normale Häuser. So, damit die ja auch ihren Weg in unsere Stadt finden. Sehr gut. Gucken wir mal. Nachfragen schwinden wieder. Die Sachen werden wieder gebaut. Ich bin ein Fan davon, so Sachen nacheinander zu machen, weil es kommen so viele Leute in die Stadt und es entwickelt sich alles einfach so schnell. Man kann gar nicht auf alles sofort achten. Hier zum Beispiel, ne, der Fußgängerweg hier, der ist ja komplett off. die laufen hier die ganze Zeit und blockieren die Fahrzeuge. Das ist halt auch ein bisschen doof, ne? Da müssen wir uns dann halt überlegen, okay, wie machen wir das? Machen wir jetzt hier so einen kleinen asphaltierten Weg oder wie wollen wir da vorgehen? Ich glaube, das war hier auch als Möglichkeit, so einen kleinen Asphaltweg zu bauen. Wir brauchen nicht immer diese Fußgängerstraßen. Und dann weiß ich gar nicht, ob man die auch quasi als Brücke bauen kann. So, zum Beispiel. Gut, schaut jetzt spannend aus. Aber
Würde funktionieren, glaube ich. Würde funktionieren. Wir nehmen jetzt mal hier den Zebrastreifen weg. Und gut, hier müssen sie eventuell noch rüber und hier auch. Hier auch. Wir müssten halt das dann mal gucken, ob das jetzt so hinhaut, ob sie auch den Weg nutzen zum Rübergehen. Aber schaut gut aus, oder? Also jetzt laufen die Leute hier drüber, blockieren hier vor allem den ankommenden Verkehr nicht mehr so stark. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass sie hier zur Schule können und zurück ohne Probleme. Und ja, der Verkehr kann quasi frei fließen. Ja, so weit, so gut. Jetzt sind wir schon bei 3200 Einwohnern. Die Wohnnachfragen steigen wieder, weil wir jetzt viele Gewerbegebiete auch abgegrenzt haben. Heißt, wir können weitere Wohnungen und so einzäunen. Gebiete einzäunen, meine ich. So, und dann schauen wir einfach mal, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Aber alles in allem bin ich doch sehr zufrieden und ihr dürft mir mal gerne eure Meinungen auch in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt, wie wir uns momentan so schlagen. Die Bewohner sind ganz zufrieden, das Einzige, was sie stört, ist der Mangel an Unterhaltung, weil wir jetzt mittlerweile auch Parks freigeschalten haben. Parks werden wir auch setzen, ist auch immer ein ganz cooles Ding. Wir müssen halt schauen, wo wir die Parks setzen. Sind jetzt auch schon ein kleines Städtchen, damit wir ja auch die Bewohner zufriedenstellen. Hier neben dem Parkplatz zum Beispiel. Sehr schön. So, jetzt schaut das Ganze schon besser aus. Der Mangel an Unterhaltung ist weg. Unzuverlässiges Internet. Den Frust kann ich verstehen. Aber das geht ganz easy mit einem Funkmast. Kann man den beheben und den halt relativ zentral setzen. Ich würde ihn tatsächlich ein bisschen hier hinsetzen, wenn die Stadt noch ein bisschen erweitern. Das heißt, wenn wir ihn so mittig versuchen, ungefähr hier reinzusetzen, wäre das gut. Und alle haben gutes Internet. Ja, so leicht geht es, in Deutschland offensichtlich nicht, hier offensichtlich schon. Das wird jetzt gleich weg sein, dieses unzuverlässige Internet. Und dann sind wir alle happy. Und wir können gemischte Wohngebäude bauen, sehr schön. Das ist quasi ein Wohngebäude, wo die Geschäfte unten drin sind, so wie in Europa hauptsächlich auch, also im europäischen Stil ist es ja so. Und die Wohnungen quasi drüber. Das ist auch eine sehr coole Art von Gebäude. Und jetzt warten wir einfach mal ein bisschen ab, schauen dann auf die Einwohnerzahl und ich würde sagen, haben heute für dieses Video genug getan und dann schauen wir im nächsten Video, wie es weitergeht, wie unsere Stadt dann ausschaut und natürlich auch, wie viele Einwohner wir dann bis dahin durchs Warten generiert haben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt mir gerne eure Meinungen in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.